Hallo Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Legend of Zelda Phantom Hourglass. So, das ist mittlerweile schon mein dritter Part und wir wagen uns jetzt endlich in die Monsterhöhle. Du stirbst. Und du auch. Und du auch. Oh, sammeln wir mal ein bisschen Geld ein. Ja, genau. Das brauchen wir nachher. Werdet ihr ja sehen, warum. Oh, was heißt du hier? Oh, Priblum. Boing. Willst du einen Purzelbaum schlagen? Kritzelst winzige Kreise am Rand des Bildschirms. Rolle gegen den großen Baum hier und schau, was herausfällt. Wenn du zu oft rollst, wird dir aber schwindelig. Oh, ich rolle doch so gern. Nee, das hat jetzt nicht so geklappt. Nochmal von vorn. Yay! Und du sollst sterben. Dämlicher Baum. Ah, jetzt. Oh, und er hinterlässt uns noch. So, stirbst auch. Okay, wir spielen mal hier Gärtner. Ach, alles wuchert hier und wuchert. Aber wir können es ja jäten. So, gehen wir hinein. Ich bin schon ganz aufgeregt. Bergpasssteine. Na, die räumen wir mal aus dem Weg. Link ist ja so stark. Oh nein, eine verschlossene Tür. Was machen wir jetzt da? Da hinten geht es ja weiter. Oh Gott, wie überraschend. Yay! Ein kleiner Schlüssel! Damit können wir dann die Tür öffnen, denke ich mal. Ich weiß ja nicht. Probieren wir es aus. Na also! So, weiter geht's. Und schon wieder so eine roten Viecher. Die wir uns hier schnell mal entledigen. So, und hier müssen wir die Schalter oder die Hebel in richtiger Reihenfolge ziehen. So, das Ding erklärt uns hier nur, wie wir schieben. Ich will ja nicht nur die Sprungattacke, ich will ja auch mal hier die, wie wurde es genannt, die Wischattacke. Reihenfolge der vier Hebel. Erster, zweiter von links. Das schreiben wir uns gleich mal auf. Eins. Oh, vier Hebel ziehen. Wo waren die nochmal? Nun, dieser Hebel, dieser Hinweis wird bestimmt nochmal nützlich sein. Schreib ihn dir doch auf deine... Hab ich doch schon. Ja, ja. So, da haben wir die Nummer 1. Dann gehen wir mal hier rüber. Auch nochmal so einen Klotz zum Verschieben. Und so eine dänische Fledermäuse, die mich jetzt schon aufregen. Und weil sie sterben werden und du stirbst auch. Wir mal schön Rubine sammeln. Wir kommen dort der Sache schon langsam. Oh, Herzen können wir gebrauchen. Oh, eine Kiste. Es wird da wohl drin. Oh, ein roter Rubin. Mensch, jetzt haben wir schon 20 Rubine. 90 Rubine. Gut, zweiter ist dann der erste von links. Und der letzte ist der zweite von rechts. Also wird hier wohl der, die 3 sein, logischerweise. So, per Ausschlussprinzip, ne? Dafür habe ich ja das Abitur gemacht, ne, um sowas herauszufinden. So, zieh mal dran. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. 3. Geht doch. Und die Nummer
4. Und hat's funktioniert? Ja, wir kriegen einen kleinen Schlüssel. Toll, die Mechanik hätte aber auch gleich die Tür öffnen können. Naja, egal. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Yay! Damit lassen sich verschlossene Türen öffnen. Ach, sag bloß. Das probieren wir doch auch gleich mal wieder aus hier. Komisch, dass die Schlösser alle gleich aussehen und die Schlüsse auch alle gleich. Naja. Keine Logik in Zelda-Spielen erwarten. Hinterher. Was erwartet uns jetzt? Ratten. Oh, ich mag Ratten eigentlich. Ich hätte gern weißeres Haustier, aber die. Naja, sondern so einen intensiven Geruch ab. Ach ja, das Rätsel. Ich erinnere mich. Erstmal nehmen wir noch die 5 Rubine dankend an. Ja, ja, hau doch ab. Stirb, Kartoffel. Du stirbst auch. Ich habe gesagt, du stirbst. Also irgendwie will mein Pen hier heute nicht. Mein Touchpen. So. Dann schieben wir mal die Kiste vor das Loch. Ich weiß nicht, damals, als ich das erste Mal gespielt habe, da habe ich erstmal Ewigkeiten überlegt. Hä, wie komme ich jetzt an die dämliche Ratte ran? Die läuft doch immer weg. Und dann habe ich erst die Kiste gesehen. Und ja, das war schon. Naja. Na komm, Mäuschen. Mäuschen? Ja. So, und jetzt können wir sie ganz einfach. Oder auch nicht. Ganz so einfach, aber wir haben auf jeden Fall den Schlüssel. Yay! Also ich weiß nicht, damals wird das Rätsel Ewigkeiten gebraucht. Bin dir viel immer hinterhergerannt wie so ein Bekloppter. Hab ich dann irgendwann mal gemerkt, dass man ja die Kiste davor schieben soll oder kann oder wie auch immer. Ich denke mal, dass es so geplant war. Ein Herzchen wäre mal nicht schlecht. So, du kriegst jetzt einen Stein ab hier. Ja. Können wir mit Steinen schmeißen, so ist es nicht. Nicht nur ein wahrer Künstler mit dem Schwert hier, sondern auch ein absolut guter Steinschmeißer. Vor allem so eine riesen Dinger, die genauso groß sind wie Link. Nimmt doch einfach so auch ganz locker über den Kopf. Und mit ausgestreckten Armen. Boah, perfekt. Diesen dünnen Ärmchen, dass man da so eine riesen Stein. Naja. Wie gesagt, keine Logik, aber. Yay! Wir sind da! Oh, ist das schön hier. Und wir hören Gegacker von Hühnern. Oh, ist das idyllisch. Oh, da scheint wohl der Hafen zu sein. Wir sind am Hafen. Was für ein langer Umweg. Nur weil die Brücke zerstört ist. Jetzt müssen wir Liebenbeck suchen. Ich habe ihn ein- oder zweimal getroffen, aber ich mag ihn nicht besonders. Ja. Er tut großspurig, ist aber voll der Angsthase. Okay, lass uns zum Steg gehen. Da ist er. Ne, erstmal will ich hier mit den Leuten quatschen. Hallo. Willkommen im Hafen von Melka, wo sich die Matrosen versammeln. Aber dank der Gerüchte über das Geisterschiff verkehren hier keine Schiffe mehr. Außer einer tapferen Seele, die vor kurzem mir angedeutet. Ja, tapfere Seele. Ich weiß Bescheid, ne? Alle, die das Spiel gespielt haben, ne, wissen jetzt Bescheid. Und lachen sich eins ins Fäustchen. Stirb, du Strauch! Ich will mal die Hühner ärgern. So, okay, dann gehen wir mal. Erstmal will ich hier unten hin. Ein bisschen Knete sammeln. So, ich will jetzt erstmal hier unten hin. In dieses Häuschen rein. Und zwar kann ich mir da einen Schild kaufen. Yay! Ich will das da. Oh, mit einem Hummer vorne drauf. Soll das ein Hummer sein? Sieht zumindest aus wie ein Hummer. Hummer habe ich ja auch noch nie gegessen. Habe ich auch nicht so das Verlangen, glaube ich, für. Yeah! Wir haben den Hummer. Holzschild. Nur indem du ihn hältst, kannst du schon die Angriffe kleinerer Gegner abwehren. Oh, das ist toll. Dann werden wir nicht mehr so leicht getroffen, Leute. Oh, jetzt ist er ausverkauft. Ach, ach. Ja, ich weiß.
Ich wollte da auch nicht drauf tippen. Beenden. Danke für deinen Besuch. Kann ich hier auch schon Bomben kaufen? War das so? Ich glaube, da ist eine Bombentasche. Na komm. Oh, okay. Brauchen erst eine Bombentasche. Wie es halt immer so ist. Gibt halt nichts umsonst hier, ne? So. Jetzt haben wir ein Schild, der uns vor kleineren Angriffen schützt. Hallo, Omi. Du sagst, du suchst nach dem Geisterschiff? Ich will dich ja nicht entmutigen, aber halte dich fern von diesem Schiff. Alle, die von diesem Schiff besessen waren, fanden ihren Ruinen. Viel zu viele hat es mitgenommen und ihr Leben ausgesaugt. Oh, klopf auf Holz. Ja, klopf mal auf Holz. Tach. Kennst du die Wahrsagerin? Wer? Ich habe gehört, dass Astrid auf der Insel des Feuers lebt. Jede Prophezeiung ist eingetreten. Das Auftauchen des Monster, das Geheim, bla bla bla. Bestimmt kann sie mehr sagen. Also irgendwie habe ich heute einen Knoten in der Zunge, Leute. Wer weiß. Na gut, gehen wir mal zum Hafen und gucken, was da los ist. Blödes Huhn, nerv nicht rum. Schau dir dieses bemerkenswerte Schiff an. Was hältst du davon? Ist halt ein Schiff, ne? Oh, sieh dir an. Was für ein Schiff. So eine stolze Schönheit. Warum sind Schiffe eigentlich immer weiblich? Wenn ich sie betrachte, vergesse ich die Zeit. Oh, wenn sie doch nur mein wäre. Sie gehört einem Kapitän namens Lienebeck. Ein furchtloser Kerl, wie man hört. Er hat die ganze Welt bereist und jedes Hindernis überwunden. Was, du suchst nach ihm? Der Kapitän hängt immer in der Bar rum. Aber ich habe ihn die letzten 2-3 Tage nicht mehr gesehen. Vielleicht weiß der Barbesitzer, wo er hin ist. Na gut. Dann gehen wir mal zur Bar hin. Die sich hier befindet. Ja, gehen wir mal rein. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir den Kerl anquatschen und mir der Part dann zu lang wird, würde ich vorschlagen, beenden wir den Part hier heute. Ja, wir gucken den mal noch schön zu, wie er gerade ein Glas sauber macht, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir denn den netten Barkeeper ansprechen auf den Kapitän. Und dann kann das Abenteuer auch schon weitergehen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.